Ich stehe hier neben einem der berühmtesten Funde des Museums und ich freue mich, diesen Fund heute vorstellen zu dürfen, denn ganze Generationen erinnern sich an das Mammut von Pfennerhall. Ganze Generationen von Schülern sind mit diesem Mammut aufgewachsen. Und wie bei allen Mammuts haben sich die Fantasien der Kinder, aber auch der Erwachsenen daran entzündet. Das Mammut steht für Größe, für Stärke, für Alter. Das Mammut ist aber gleichzeitig von Fell bedeckt und knuddelig. Und es kommt heute auch in der Populärkultur vor. Mammuts sind also überaus populär. Wir kennen das Aussehen solcher Mammuts sehr gut, weil zahlreiche dieser Mammuts relativ gut erhalten sind im sibirischen Eis. Nachdem nach der letzten Eiszeit das Eis schmilzt und sich riesige Seen und Flüsse ergeben und der Permafrostboden aufweicht, sinken diese Mammuts ein und gefrieren wieder, sodass zahlreiche dieser Mammuts, das berühmteste, das kleine Baby-Mammut Dima, erhalten sind, sodass wir heute auch einiges über das Fellkleid wissen. Und es ist irgendwie wie bei Asterix bei den Legionären. Sie kennen das, wo der Gote sich mustern lässt und er hat einen riesigen Fellmantel an und jeder denkt, ein gigantischer gotischer Krieger ist darunter. Und als er den Fellmantel auszieht, kommt ein ganz mageres Männlein zum Vorschein, das man sozusagen gar nicht mustern kann und das weggeschickt wird, weil er so schwach ist. Schwach waren die Mammuts nicht, aber hochbeinig. Sie sehen ganz lange Beine und Läufer. Sie waren Läufer, weil sie in der Steppe riesige Strecken zurücklegen mussten. Das sieht man auch aus den gebogenen Stoßzähnen, die keinen Wald und keine Bäume zu befürchten hatten. Es waren Tiere der riesigen Kältesteppe, die sich dort bewegten und von Gras in dieser Kältesteppe lebten. In Pfennerhall im Tagebau, gefunden 1956 beim Abbau. Wir verdanken vieles dem Kohleabbau. Dieses Mammut wurde wohl schnell eingebettet. Und es war nicht alleine, es hat ein Jungtier dabei von etwa 10 Jahren. Und das Mammut hier ist ein Bulle, also ein Männchen mit etwa 3 Meter Höhe. Größer wurden Mammuts nicht als 3 Meter. Sie wurden nicht wie die Waldelefanten etwa von Neumarkt Nord 4 Meter und höher. Dennoch waren es eindrucksvolle Tiere, die optimal an die Kältesteppen angepasst wurden. Und interessant ist, dass sich bei dem Mammut hier ein 10-jähriges Mammutjunges befand. Die 10-jährigen Jungen werden verstoßen von den Müttern, die werden geschlechtsreif und die männlichen werden verstoßen. Sie dürfen nicht mehr in der Herde bleiben und zum Überleben müssen sie sich einen großen, älteren Elefantenbullen suchen, der ihnen zeigt, wie sie alleine überleben können. Der ältere Elefantenbulle und das Kind oder das Jugendliche starben gleichzeitig. Wir wissen nicht wie. Wir haben hier, anders als in Neumarkt Nord und in Gröbern, keine Spuren von menschlicher Einwirkung. Sie werden wohl eines natürlichen Todes gestorben sein. Möglicherweise sind sie eingebrochen in Schlamm oder Ähnliches, wie wir das ja von den sibirischen Mammuts kennen. Das Mammut selbst hier hat noch nicht ganz abgekaute Zähne, hätte also durchaus von Haus aus noch eine ganze Zeit leben können. Es war noch nicht am Ende des Lebenszyklus angekommen. Die Haare der Mammuts kennen wir von den sibirischen Funden recht gut. Es handelt sich um etwa 10 cm lange Deckhaare, die heute meist rötlich erscheinen, die aber wahrscheinlich ähnlich wie bei Yaks oder bei Moschus-Erochsen eher schwarz bis dunkelbraun waren und es gibt eine feine, wärmende Wolle drunter, sodass sie selbst große Kälte aushalten konnten. Die Mammuts sind während der Warmzeiten nie ganz verschwunden. Wir kennen aus Cottbus ein warmzeitliches Mammut aus dem Ehm, das immerhin 2 bis 3 Grad Temperatur mehr überlebt hat, als wir heute bei unserem Klima haben. Das heißt, sie konnten durchaus Warmzeiten überleben und mit Warmzeiten umgehen, indem sie natürlich dann Fell verloren und sich dann in Inseln, sicherlich im Norden, überleben und weiter behelfen bis zur nächsten Eiszeit, die ja alle 10.000 bis 20.000 Jahre kommt und dann wieder lange währt
um dann länger zu leben. Unsere Mammuts hier in Europa, aber auch in Nordamerika, sind ausgestorben, und zwar ziemlich genau vor 10.000 Jahren. Die letzten Mammuts leben noch vor 4.000 Jahren auf der Wrangelinsel. Sie sind aber, wie häufig solche Tiere auf den Inseln, verzwergt und kleiner geworden. Die Mammuts selbst sterben relativ gleichzeitig aus. Und das gleichzeitige Aussterben der Megafauna in Nordamerika und in Eurasien deutet darauf hin, dass der Mensch hier im Spiel ist. Der Homo sapiens hat es sich nach Amerika und nach Europa verbreitet. In Europa früher ab etwa 45.000, Amerika nach heutigem Stand etwas später, wahrscheinlich für vor 15.000 bis 17.000 Jahren. Aber die effizienten Jagdtechniken zusammen mit dem wärmer werdenden Klima, den schrumpfenden Lebensgebieten, den Überschwemmungen, den riesigen nördlichen Plains, die aufweichten und zu gigantischen Sümpfen wurden, all das wird zusammen die Ursache dafür gewesen sein, dass die Mammuts reduziert wurden. Wir haben also hier ein eindruckstolles Tier, eine Ikone des Museums, etwas, das eigentlich allen Besuchern ganz besonders gefällt. Wir haben ihn in der Inszenierung gegenüber dem Neandertaler gesetzt und wir haben das Mammut schreitend dargestellt, denn häufig sind sie so statisch stehend dargestellt und es ist überhaupt nicht klar, dass sie ganz elegant ausschreiten und dass sie ausgezeichnete Läufer sind. Das wollten wir hier zeigen. Wir haben das Mammut so platziert, dass es in der Tür so positioniert ist, dass man in den Blickachsen des Museums, das vier Hauptblickrichtungen hat, immer von der anderen Seite zu sehen ist, sodass sozusagen in den Gang hinaus, in die anderen Räume, dieses Mammut ausstrahlt, als würde es wie nachts im Museum gleichsam voranschreiten. Und dem Mammut gegenüber haben wir inszenatorisch den denkenden Neandertaler gesetzt, der philosophisch da sitzt wie der Denker von Rodin und der uns sein ganz gelassen und ganz lässig gegenüber sitzt, obwohl das Mammut auf ihm losstürmt. Das zeigt natürlich, dass der Mensch keine Angst mehr hat vor solchen Giganten, sondern ganz locker mit ihrem Leben kann. Vielmehr alle Giganten der Natur und auch die Natur selbst muss leider Angst vor Menschen haben, der in die Natur eingreift und keine Stärke hilft zu überleben gegen die Klugheit, gegen den Erfindungsreichtum, aber auch gegen die Tücke des Menschen, sei es als Jäger oder viel schlimmer noch als Spitze der Zivilisation, so wie er sich empfindet, zum Leiden der anderen Spezies auf dieser Erde.